2500 Gesichter einer Stadt sind seit Dienstag in einem leerstehenden Ladengeschäft des Fürst-Leopold-Karrees ausgestellt. Sie sind Teil der Arbeiten der Frauen und Männer, die an einer vom Jobcenter Dessau-Roßlau geförderten Arbeitsgelegenheit bei der DABS GmbH teilgenommen hatten. Die Maßnahme hat nicht nur eine Ausstellung und einen Megaprint mit unzähligen Gesichtern Anhalts hervorgebracht, auch hat sie den Menschen dahinter, also den Machern und Umsetzern, viel mit auf den Weg gegeben. Die Maßnahme, die Fotos gemacht hat, die hat in ganz hohem Maße die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kollegin und des Kollegen motiviert. Es ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, mit einer Kaltakquise auf der Straße jemanden anzusprechen, wollen Sie ein Foto von sich machen lassen. Das erfordert schon, glaube ich, einiges. Und das haben die Damen und der Herr wirklich vorzüglich gemeistert, mit hohem Engagement. Ich kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Alle Motive hätten eine gewisse Ausstrahlung und da kommt es schon einmal vor, dass sich ein bekannter Pressefotograf unmittelbar neben dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt wiederfindet. Liebevoll zusammengestellt, ohne auf Schönheitskriterien zu achten. Hier zählt der Ausdruck und der ist immer wieder verschieden. Es sollte ein bunter Mix sein, es sollte letztlich die Gäste, insbesondere natürlich des Sachsen-Anhalt-Tages, die vom Bahnhof hierher kommen, dass sich animieren, hier reinzugehen. Es sollte ein bisschen spannend aussehen. Es sollte einfach anregen, hier reinzugehen und sich die Fotos anzuschauen. Jens Krause, Geschäftsführer im Jobcenter Dessau und damit Förderer dieses riesigen Projektes, war voll des Lobes und sieht in dieser Aktion für die Langzeitarbeitslosen auch Chancen. Peter Lindner weiß, dass der Weg auf den ersten Arbeitsmarkt schwierig und steinig ist, aber den Maßnahmeteilnehmern gern Türen öffnet. Das ist so, wie Herr Krause vom Jobcenter das schon in seiner Einleitung ansprach. Man muss sich ja selbst bewegen, man muss sich selber kümmern und man kommt ins Gespräch. Und Sie wissen ja vielleicht, jeder zweite Arbeitsplatz in Deutschland wird nicht so vergeben über eine Bewerbung und eine Zusage, sondern wird über Kontakte, über jemanden kennt jemanden. Und darum geht es auch, dass man sich kümmert, dass man jemanden anspricht und fragt, hätten Sie vielleicht was für mich? Und das ist letztlich auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Auch wenn es nicht das Ziel dieser Maßnahme war, den Langzeitarbeitslosen sofort einen neuen Job zu vermitteln, so haben die Gesichter der Stadt zumindest für einige Zeit den Gesichtern hinter der Ausstellung gezeigt, dass sie in der Gesellschaft einen Platz haben. Die Ausstellung, die genau in der Achse Bahnhof-Veranstaltungsfläche zum Sachsen-Anhalt-Tag liegt, ist noch bis zum 27. Juli täglich von 9 bis 19 Uhr zu besichtigen.